SG Wetzlar Fan TV. Die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Minden hätte die HSG Wetzlar das Abstiegsgespenst wohl endgültig aus Mittelhessen vertreiben können. Die Rittal Arena mit mehr als 4000 Zuschauern dementsprechend prall gefüllt. Nach zuletzt 3 Siegen in Folge starteten die Grün-Weißen auch mit viel Selbstvertrauen in die Partie. Harmanditsch fängt den Pass ab, leitet weiter zu Kevin Schmidt und der Nationalspieler lässt sich die Chance zur Führung nicht nehmen. Minden schien noch nicht richtig wach und der HSG-Express legte stürmisch los. Wieder gibt Spielmacher Harmanditsch die Vorlage und diesmal ist es Steffen Faeth mit viel Wucht aus dem Rückraum. Nach 10 Minuten liegt Wetzlar mit 5:1 vorne. Doch so langsam berappelten sich die Ostwestfalen und kamen besser ins Spiel. Sören Südmeier mit einer schönen Körpertäuschung. Wetzlar jetzt immer seltener mit zwingenden Aktionen. Doch diesen Weltklasseangriff wollen wir nicht vorenthalten. Ivano Balic mit Kemper-Anspiel auf Schmidt und der Linksaußen steht wie eine Eins in der Luft. Trotzdem kam Minden bis zur Pause wieder in Schlagdistanz. Vor allem der Wechsel Rambo für Steinert machte sich bemerkbar. Minden zur Halbzeit nur mit 2 Toren hinten dran. 13:11 die Führung für die HSG. Nach dem Wechsel bot sich den Zuschauern erstmal das gleiche Bild. Die HSG wie hier beim Treffer von Balic zwar mit den schöneren Spielzügen, Minden jedoch machte die einfacheren Tore. Nenad Bilbiyar stach in dieser Phase nicht nur wegen seinen 2,8 Meter Körpergröße heraus. Wetzlar wurde jetzt zu hektisch und verpasste vor allem die einfachen Tore. Schmidt mit dieser Fahrkarte, das sieht man selten von ihm. Und in der Abwehr waren die Mittelhessen jetzt zu weit vom Gegenspieler entfernt. Die Gästespieler konnten quasi ungehindert zum Kasten von Magnus Dahl marschieren. Und so war es am Ende der 8-fache Torschütze Rambo, der mit der Schlusssirene den 26:23 Sieg für Minden unter Dach und Fach brachte. Ja, direkt nach dem Spiel jetzt schwierig. Ich sag mal, ab der 50. verlieren wir vorne ein bisschen den Faden. Und da klappt auch in der Abwehr nicht mehr so. Fehlen uns vielleicht ein paar Bälle. Ja, es ist bitter. Schwer zu sagen jetzt, also sehr bitter. Ich denke, dass wir in der zweiten Halbzeit eine unglaublich starke Abwehr gespielt haben. Wir sind unglaublich gut rausgekommen dann. Anders Persson hält zum Schluss super Bälle, die extrem wichtig sind. Und Bibi und Rambo treffen, das war heute natürlich hervorragend für uns in der zweiten Halbzeit. Und deswegen haben wir heute verdient gewonnen. HSG Wetzlar Fan TV, die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen.